Das Gesetz von Annehmen und Loslassen ist eine ganz, ganz wundervolle Gesetzmäßigkeit, die auf allen Ebenen und in allen Themen und allen Bereichen unseres Lebens wirksam ist. Und ich liebe dieses Gesetz sehr. Seit ich dieses Gesetz wirklich verstanden, verinnerlicht und auch angewendet habe, hat sich mein Leben um so, so viel verbessert. Und weil es eins meiner Lieblingsgesetze ist, möchte ich es heute gerne mit dir teilen. Von Herzen willkommen zu diesem Impuls. Ja, annehmen und loslassen ist ein Gesetz. Und dieses Gesetz wirkt zum Beispiel, wenn du etwas manifestieren möchtest. Wenn du schon etwas länger dich auch mit Manifestieren beschäftigst, dann hast du bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht, dass du etwas unbedingt haben möchtest und da auch den Fokus drauf hältst, aber irgendwie kommt es doch nicht zu dir. Und das hat eben was mit dieser Gesetzmäßigkeit zu tun. Und um diese Gesetzmäßigkeit besser zu verstehen, habe ich dir mal ein ganz einfaches Beispiel mitgebracht. Stell dir vor, du möchtest zu einem bestimmten Anlass gehen und brauchst dafür zum Beispiel eine bestimmte weiße Bluse. Du hast so eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie diese Bluse aussehen soll. Sie ist eben weiß und sie soll vielleicht bestimmte Stickereien haben oder einen bestimmten Schnitt haben. Und du hast ein ziemlich genaues Bild und eine ziemlich genaue Vorstellung davon. Und das ist eben total gut, wenn man das hat beim Manifestieren. Da ist es ja eben wichtig, dass man sich das, was man haben möchte, auch gut vorstellen kann, gut visualisieren kann. Und dann hast du bestimmt schon die Erfahrung gemacht, dass du dann einkaufen gehst und einen Laden nach dem anderen abklapperst, aber genau so eine Bluse einfach nicht finden kannst. Und langsam fängt es an, nervig zu werden. Und du bemerkst, du hast so ein bisschen Druck darauf, dass du jetzt genau diese Bluse finden willst. Und vielleicht hast du auch online schon danach gesucht und irgendwie nicht das Richtige gefunden, obwohl du doch total stark den Fokus darauf hast. Und das ist eben genau das Ding, wenn du etwas zu stark haben willst, also zu stark brauchst, dann macht das Druck. Und Druck erzeugt Gegendruck. Das ist ja ein ganz einfaches Prinzip, physikalisches Prinzip. Das heißt, in dem Moment, wo du etwas unbedingt möchtest, darfst du erstmal einen Schritt zurückgehen und aufhören, es zu brauchen und es wieder freigeben. Weil etwas kann nur zu dir kommen in Freiheit. Und um jetzt nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben, vielleicht gehst du dann irgendwann später mal in die Stadt und denkst gar nicht mehr so stark an diese Bluse. Das ist so ein bisschen aus dem Fokus raus. Du hast es losgelassen, du hast dich damit wieder entspannt. Es ist nicht mehr permanent in deinen Gedanken. Und auf einmal siehst du beim Vorbeischlendern, ohne irgendwas gesucht zu haben, dass genau so eine Bluse da auf so einem Ständer hängt. Und das ist eben genau das. Wenn du zu viel Druck auf dem hast, was du haben möchtest, dann sendest du eben diesen Druck aus und das Leben reagiert dann mit Gegendruck. Und wenn etwas so aufgeladen ist, dann ist es schwer, dass etwas zu dir kommen kann. Also wenn du einen Schritt quasi zu etwas hingehen möchtest, dann darfst du erstmal einen Schritt zurückgehen und es wieder loslassen. Und dann kann es wieder leichter zu dir kommen. Und dieses Prinzip wirkt eben auch auf anderen Ebenen, in anderen Bereichen. Im Grunde mit allem, was du dir wünschst, beziehungsweise was du zu stark brauchst. Denn wollen und brauchen ist ein großer Unterschied. Wenn du etwas zu stark brauchst, dann wirst du es von dir wegstoßen. Deswegen gehe einen Schritt zurück, solange bis du merkst, dass du es nicht mehr brauchst, dass dieser Druck weg ist. Und dann schau mal, was passiert. Dann wird es vielleicht in dem Moment zu dir kommen, wo du gar nicht mehr das Gefühl hast, es zu brauchen. Und dieses Prinzip gilt natürlich nicht nur bei so einem kleinen Beispiel wie jetzt mit der Bluse, sondern auch zum Beispiel mit deinem Job, mit einem neuen Job oder mit deinem Traumpartner oder mit einem neuen Zuhause. Diese Gesetzmäßigkeit von Annehmen und Loslassen gilt aber genauso in die andere Richtung. Vielleicht kennst du das auch, dass du irgendwas in deinem Leben unbedingt loswerden willst. Du willst es einfach nicht mehr in deinem Leben haben und du willst es wie weghaben.
Und dieses Weghaben wollen macht wieder so eine starke Ladung auf dem Weghaben wollen. Und wenn du etwas zu stark weghaben möchtest, dann muss es bei dir bleiben. Dann klebt das an dir wie mit Pattex festgeklebt. Das ist dasselbe Prinzip, nur in die andere Richtung. Und hier gilt eben, wenn du etwas loslassen möchtest, dann darfst du erstmal annehmen, dass es in deinem Leben ist. Und durch das Annehmen von etwas kann es sich auch wieder lösen, weil durch die Annahme passiert eine Bewegung in dir, die zustimmt. Ja, das ist gerade in meinem Leben. Und das ist eben Lieben. Ja sagen, bejahen, die Existenz dessen, was du loswerden möchtest, in deinem Leben anzunehmen, zu bejahen. Und dadurch kommt Ruhe rein, kommt Frieden rein, geht Ladung raus, geht Druck raus. Annehmen ist im Grunde wie Loslassen. Indem ich es annehme, kann etwas gehen. Nichts kann von dir gehen, wenn du es nicht vorher angenommen hast. Und dabei ist es ganz egal, auch hier, was es ist. Das kann eine Eigenschaft in dir sein, das kann ein Mensch in deinem Leben sein, das kann eine bestimmte Situation auf der Arbeit sein, das ist ganz egal. Alles, was du zu stark weghaben willst, muss bleiben. Und in dem Moment, wo du es wirklich annimmst, kann es sich lösen. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn du etwas in deinem Leben haben möchtest, dann darfst du erstmal einen Schritt zurückgehen und aufhören, es zu brauchen. Und wenn du etwas in deinem Leben loswerden möchtest, dann darfst du erstmal annehmen, dass es in deinem Leben ist. Und das ist diese wundervolle Gesetzmäßigkeit von Annehmen und Loslassen. Und ich hoffe, dass dir dieser kleine Impuls ein Beitrag war. Und ich wünsche dir einen ganz glücklichen Tag. Sei gesegnet.